Freiburg. Wölfe gegen Wölfe am Freitagabend. Es spielt die Eishockey League gegen die DEL 2. Und wie immer geht mein erster Gruß und unser erster Applaus an die Gästefans. Willkommen, fühlt euch wohl im Brunex, servus und viel Spaß beim heutigen Spiel. Die Rienskurve sammelt immer noch Mitglieder. Kämpft in der Kurve vorbei und macht den Mitgliedsbeitrag. Es unterstützt den Tifo. Und damit wir einmal schauen, ob die Rienskurve heute auch schon so gut in Form ist wie am letzten Sonntag. Ein lautes und deutliches Brunnen kriegen wir zusammen, oder? Hände nach oben. Luca, auf geht's. Alla, links und rechts, vor allem in die anderen Blöcke, müssen wir mithelfen. Bevor die Mannschaft aufs Eis kommt, bitte! Zwei Takte Musik! Eishockey-Fans, Ladies and Gentlemen, die Wölfe am heutigen Abend, unser Tormann mit der Nummer 25, Andy Bernard, die Nummer 1, Jake Smith, mit der Nummer 5, Joel Mesner, die Nummer 7, wie immer, Ivan Althuber, 16, Kevin Baumgartner, 17, Manuel Oehler, 18, Ryan Stanton, 19, Dante Hanum, 20, Arvin Atwal, 21, Simon Berger, 22, Matthias Mantinger, 23, Rick Schofield, mit der Nummer 24, Zach Sill, die Nummer 37, willkommen, Fabian Schlierser, die Nummer 40, Raffi Andergassen, 46, Ivan De Luca, 47, Lukas De Lorenzo Meo, 71, Dan Catenacci, 77, Wyatt Eggy. Und mit der Nummer 93 begrüßen wir David Morley.
Thank you.
Thank you.
Liebe Fans, zum Ende der ersten Drittelpause haben wir ein Interview auf dem Eis geplant mit einem jungen Buschtra-Eishockeyspieler. Wir freuen uns darauf. Ende erste Drittelpause. Zu 1 nach den ersten 20 Minuten zwischen dem HC Pustertal und dem EHC Freiburg Wölfe. Wie gesagt, das Drittelpauseninterview folgt zum Ende der ersten Drittelpause. Seid aufmerksam.
Sowohl in Ligaspielen machen wir gerne Interviews mit den Spielern. Diesmal haben wir uns ganz einen besonderen Interviewpartner ausgesucht. Wie ihr es vielleicht wisst, es gibt zwei junge Pustra Eishockey-Spieler, die derzeit in Übersee für Furore sorgen. Einer ist der Damian Clara, der Torhüter. Und jetzt haben wir einen jungen Montila bei uns, der was große Karriere vor Augen hat und schon in Amerika richtig gezeigt hat, was er kann. Und jetzt begrüße ich ihn bei mir auf dem Eis. Bitte einen Applaus für den Tommy Burdella. Tommy Burdella hat die OHL, also die kanadische Juniorenliga, gewonnen mit Peterborough und war leider im Finale verletzt, hat aber für den Titel entsprechend beigetragen, indem er im Semifinale groß aufgespielt hat. Ja, in erster Linie war es cool, Erfahrung zu sammeln, auf dem Niveau so hoch zu spielen und ohne im Halbfinale mitspielen zu können. Leider haben wir es am Weg getan, aber dann im Finale noch nicht mehr spielen gekannt, aber das war immerhin allemal eine coole Erfahrung und ja, ein cooles Erlebnis, was ich in all meinen Erinnerungen haben werde. Du hast einen Vertrag schon für die nächste Saison, Kersch 7, zu den älteren Spielern, also bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, ich habe einen guten Sommer gehabt und mich wieder voll vorbereiten. Jetzt freue ich mich noch wieder umzukommen und wieder loslegen zu können, ja. Ich sehe, du bist bei den HC Pustertal Spielen fest präsent und als Zuschauer da, wie hat das bis jetzt gefallen? Wie kommt da die HCP-Mannschaft 4 bis jetzt? Ja, Berik, mal die neue Mannschaft zu sehen. Jetzt habe ich das letzte Spiel auch schon gesehen, heute das zweite, eine coole Atmosphäre und ja, schauen, wie sie es heute machen. Und natürlich stellen sich da in dem Stadion ganz viel die Frage, bald ein bisschen älter bist und schon Eishockey-Karriere in Nordamerika gemacht hast, sag mir dir mal im HCP-Trikot. Ja, irgendwann war es nicht wenden, aber ein großer Ziel, ne? Schauen, wie weit ich komme, aber ja, irgendwann will ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen und da spielen. Okay, das ist ein Applaus wert. Also, Dankeschön, Tommy Burdella, das ist dein Applaus und wir wünschen natürlich eine tolle und gute Eishockey-Saison in Peterborough in der Ontario Hockey League. Thank you.
Thank you.
Thank you.
EHC Freiburg. Thank you.
Thank you.
2. Ich kann mich nur bedanken bei den zahlreichen Zuschauern, die hier waren. Danke für die Unterstützung und Dank.